Hallo Freunde und willkommen zurück zu Elden Ring, wo wir uns aktuell hier in diesem wunderschönen Grab des Helden von Kelmir oder wie das heißt befinden. Und so, kurz durchlaufen, weil das Ding habe ich von unten schon anfahren gesehen. So. Das ging einfach. Okay, jetzt muss ich nur gucken. Durch, also laufen wir. Dich ignoriere ich. Ich hoffe, dass das Ding jetzt nicht schon von hinten kommt. Natürlich. Aber wichtig, wir sind nicht in die Lava gefallen. Das Skelett ist ein bisschen verwirrt. Das ist okay. Stirbt an der Lava, sehr schön. So, da vorne sind unsere Runen. Wie weit fährst du hoch? Nicht so weit. Runter ist weiter für dich. Also, los. Du bist auch ein bisschen dämlich. Okay. Wir haben unsere Runen wieder. Das Problem ist, das ist ja aktiv. Wird wahrscheinlich gar nicht mal reichen, oder? Ich muss da mal gucken. Ha, okay, so geht's. Wollte noch nicht so weit runter. Genau deshalb. Okay. Hi. Die Viecher gibt es also jetzt schon. Nice. Gibt es jetzt schon als normale Gegner. Das ist natürlich genau das, was ich haben wollte. Okay, die Frage ist, ist es sinnvoll, da hochzugehen oder nicht? Okay, runter ist auch keine Option, ehrlich gesagt. Das ist schlecht. So. Das gefällt mir, dass du da lang gehst. Okay, da unten habe ich ein Item gesehen. Du, dein Bogen hing in der Luft. Ist ein bisschen verräterisch. Der hat den Bogenschützen komplett erledigt, das ist gut. Nur das. Okay. Ist nicht viel Platz da. Konnte an der Wand hängen geblieben. Okay, der spuckt nur in zwei Richtungen, das ist gut. Das Ding. Da ist diese komische Kutsche. Also ich könnte es bereuen, jetzt hier hochzulaufen. Aber es gibt zumindest nicht. Und Steinschildschüsse. Wow. Ist okay. Ja, natürlich. Nein. Das war leider abzusehen. Wobei ich sagen muss, der Steinschwertschlüssel ist schon was wert. Aber jetzt an die Seelen wieder ranzukommen, wird unangenehm. Ich habe eine wichtige Notiz verpennt. Da müsste jetzt leider gerade durch. So.
Ich mag diese Dinger trotzdem nicht, aber es hat mich daran erinnert, dass wir ja theoretisch immer noch in das Gebiet am Anfang nochmal theoretisch zurück müssten. Wo ja auch so ein Ding auf uns wartet. So. Ich hoffe, das ist ein Kollege, den ich mal durch einen Zufallstreffer mit erwische. Kriege ich. Nee. So weit treten wir die nicht zurück, dass die in die Lava fallen. Aber ist okay. Den Assassinenschritt werde ich auf jeden Fall auch gleich brauchen. Das war dumm. Hey. Ich werde sterben. Und warum ich immer über die Ecken springe, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das schneller ist, aber es sieht cooler aus. Okay, schade, das waren mal eben 20.000 Runen. 25.000. Ach ja. Na, ja, das ist. Wenn man nicht guckt, wie das Ding fährt. Es ist schon. Ich mag diese Kutschdinger nicht. Aha. Ich muss wieder warten, bis es oben ist. Dann loslaufen. So, Bogenschütze ist mir egal. Das Ding erwischt mich wahrscheinlich trotzdem noch. Ja. Das ist okay. Wenn sie reinstellen können, Schluck trinken. Ja, nicht besonders hoch. Ja, es könnte sogar sein, dass da auch noch Items liegen. Warum bin ich so doof? Okay. Kein Problem. Ich dachte, das Ding erwischt mich noch. Oh, guck mal, da hinten ist sogar auch noch ein Item. Also eine Lilie, die ich mal getrost ignoriere. Okay. Gut. Okay, nein. Warte mal, doch, hier ist es. Das sind ja sogar noch Dinge. Lass ich da durch? Ja. Wurzelplatz. Nice. Das nehmen wir gerne mit. Nimm mal noch mal kurz den Assassinenschritt und vor allem heile ich mich noch mal, weil ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Typ ist, so ein Ritter, wie wir auch oben gesehen hatten, aber ich gehe mal davon aus, dass der was mehr drauf hat. Ach so, einer bist du. Okay. Bluthund. Nice. Das gesamte Set von denen. Und der Gelmir-Ritterhelm. Das sind die ganze Gelmir-Rüstung. What the fuck? Wahrscheinlich können wir die komplett nicht verwenden, weil viel zu schwer, aber wir haben sie. Hier ist mir dunkel. Hallo. Ich glaube, ja. Ja. So kommt man hier also auch hin. Das ist ja interessant. Das Item hatte ich auch eben irgendwann mal
so aus dem Augenwinkel raus gesehen, kurz bevor wir gestorben sind. Aber ist doch nett zu wissen. Haben wir zumindest schon mal einen Teil von diesem Grab abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der zweite etwas nervige Teil. Okay, das Viech ist auch wieder hier. Ja, nicht so schlimm. So, wir sind da hoch. Und da gab es ja auf jeden Fall auch was. Ja, genau hier hatten wir. Hatte ich das Item auch gesehen. Moment, hier. So. Schön. So, hier ist auch noch ein Gang gewesen. Genau. Das Ding hier, das können wir auch einfach mal deaktivieren. So, bringst du uns. Nee, schade. Okay. Versuch, was wird. So, ja. Ja, gut. Das ist schlecht für dich. Generell ist hier eine ziemliche Ansammlung von Gegnertypen. Interessant. Ich halt nicht so wirklich mit gerechnet. Oh, sogar einer, der viele Runden gibt. Hey. Nö. X. Okay. Muss mal kurz hier noch gucken. Okay. So, ich nehme alles gerne mit. Richtig viel, Jungs. Das Problem ist, hier gibt es halt auch diese Fahrt drin. Aber... Ha, guck mal. Ich glaube, das ist die Lidl, die wir... Ja, genau, das ist nämlich das erste Ding. So, ich habe halt nichts, was mir so viel Feuerresistenz gibt, dass ich durch die Lava laufen möchte. Demnach lassen wir das einfach. Okay, Gang 1 abgeschlossen, bleibt noch der zweite Gang. Hi. Sonst jemand hier? Hängt nichts an der Decke oder so. Kurios. Oh. Ja, ich hab's doch verstanden, dass du da bist. Sehr unhöflich. Das hat jetzt nicht groß gelohnt. Okay. Weiter hoch. Fahrt dumm. Das haben wir nicht überlebt. Das heißt wieder runter.
Wär's viel zu kurz, Kumpel. Ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Okay, da ist aber auch schon wieder Lava, also. Gefällt mir nicht. Ja, soweit können wir nicht über Lava laufen. Einsten. Dann würde ich sagen, jetzt ein guter Zeitpunkt, um rauszukommen, aber ich wüsste jetzt auch nicht wie. Wir haben doch bestimmt hier Gnadenimitator. Also, das ist. Ach so, der sieht. Wow. Ah, okay, und der weiß dann, wo wir theoretisch lang gehen müssten. Macht mehr Sinn. 11.000 Runen, ne? Aber ja auch keine Chance haben. Ohne Runenverlust hier rauszukommen, weil wir sind ja das. Beziehungsweise, nee, das ist nicht ganz richtig. Shit. Au. Wir haben eine Chance. Nämlich da, wo wir gerade eben noch die. Das Fällchen eingesammelt haben. Und da aus mich da vorne hinzukommen. Die Frage ist natürlich, ist unter dieser Lava Boden oder nicht? Ich fürchte, es gibt genau einen Weg, das gleich rauszufinden. Okay. Hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Aber wir sind halt ultra langsam, ne? Den müssen wir jetzt einfach passieren. Also ich wage zu behaupten, dass es theoretisch noch mehr zu holen gibt, wenn wir durch die Lava laufen könnten. Und es gibt bestimmt auch irgendwie einen Ring oder so, der uns erlaubt, durch Lava oder über Lava zu laufen. Ganz normal. Aber den haben wir nicht. Demnach ist das Ganze vergebliche Liebesmühe gerade. So, kommt das Ding nochmal an? Ja, natürlich. Okay. Aber dann sind wir mit nicht. Also ich glaube, wir sind mit ein paar mehr Runden. Oh. Da hat es mich nochmal erwischt. Ein paar mehr Runen reingelaufen in die Ruinen hier, beziehungsweise in dieses Grabmal, als wir mit rausnehmen. Aber wir haben dafür ein paar fette Rüstungssets bekommen, die wahrscheinlich auch echt gut sind.
Gelmirita-Rüstung. Ja. Natürlich ein bisschen schwerer, auch noch nicht mal so krass. Also 1,2 Kilo. Dafür gutes Stück. Bluthund. Sogar gegen Heilig relativ gut. Überraschend. Würde uns gerade nichts bringen, aber hatten gar nicht mal so gutes Gleichgewicht. Ja, stimmt, das gab es hier unten ja auch. Das war ganz dreist. Ist das so ein doppelter Aufzug? Mutter, dass hier unten jetzt noch eine kleine Kabine ist. Das sieht nicht danach aus. Nein. Hey, Versuch war es wert. Aber ja, irgendwo gibt es entsprechend so einen Typen, der eine Todeswurzel gibt. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon festgestellt. Ich habe es nur wieder vergessen, weil 2 Tage zwischen den Aufnahmen. Gut, dann gehen wir halt wieder raus. Gab ja noch einen Weg, den wir gehen konnten, der an diesem unter der Klippe vorbeiführt, auf der das Viech sitzt, was wir schon als ersten Boss hatten, diese komischen verpflanzten Typen da. Wolfie, da hinten ist auch ein Item. Wie kommt man denn da hin? Okay, von der Seite. Ah, das ist die Unterseite vom Donnerstrom. Und da irgendwie rüberkommt. Oder ob es nur hier durchaus Vulkan durchgeht. Was wir auch noch nicht wirklich erkunden konnten, weil kein Zutritt und also kein richtiger Zugang. Naja. Tut mir echt leid für euch, ne? Aber ihr haltet halt nichts aus. Ich frage mich auch, was dieser Wind ist, wenn die. Oder ob es einfach immer diesen Wind geben muss, wenn die Wölfe auftauchen. So, jetzt muss ich noch kurz gucken. Ich glaube, ja, darüber war es. Also nicht hier rüber, sondern da vorne die Dings lang. Da ist man noch. Ah, verdammt, hab ich gehört. Klingt echt viel, die von hinten zu treffen. Da ist schon wieder eine. Ja, da schmeißt schon wieder eine seine Blitzkugeln von oben. Werfen da viel zu viele Leute irgendwelche Blitzkugeln. Dafür, so. Da oben auf der Klippe sitzt er. Ich hab dich genau im Blick. Ich werde mich trotzdem gleich auf übelste erschrecken, wenn er runterspringt.
Ah, guck mal, hier ist so ein Stab. Jetzt ein Ball. Noch so eine lange. So. Guten Tag. Vorteil ist, er kommt halt nicht durch unser Schild durch. Okay, so schon. Einen dämlichen Schrei. Passt. Okay. Er macht auch nicht so viel Schaden, wie ich befürchtet habe, muss ich sagen. Okay, und Bluten regelt. Dafür. Ja, das konnte ich. So. Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Aber hey. Ah, und jetzt sind wir hier oben. Das heißt, wir sind von da oben runter, 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 runter. Und dann hoch. Ja gut, wir sind halt diese ewig lange Leiter hoch, ne? Macht schon Sinn, dass wir plötzlich wieder weit oben sind. So, Schlaffett. Da bin ich persönlich immer noch. Minderer Krummschwert, okay. Sieht auf jeden Fall sehr krude aus. Bei dem Schlaffett bin ich persönlich immer noch nicht so überzeugt von der Sinnhaftigkeit. Weil, ja, ne, wenn der Gegner kurz einschläft, du hast dann sozusagen einen Gratis-Hit. Das kann okay sein, wenn es triggert. Da wir aber ja nicht sehen, wann es triggert, kann man es meiner Meinung nach auch echt schlecht planen. So, jetzt lass mich mal gucken. Es gibt jetzt zwei Leitern nach oben. In der Regel gibt es hier sehr viele. So ein Viech bist du also. Hier so. Hinten ist noch ein Marionettensoldat, der was bewacht. Oh, es sind zwei. Und natürlich ist der ein Fernkämpfer. Habe ich was anderes erwartet? Naja, in der Betracht der Tatsache, dass ich nur mit dem einen gerechnet habe, schon. Aber hey. Die Lilie nehme ich alles mit. So, dann gehen wir mal hier die Leiter hoch. Ich frage mich persönlich so ein bisschen, ob das hier ein Alternativweg hoch zum Haus Vulkan ist. Aber ich kann es halt nicht erkennen. Großpfeile, okay. Sind auf jeden Fall viele
Marionetten, die sich halt irgendwo verstecken und dann hinterhaltsmäßig auf uns drauf wollen. Bringt ihnen nicht so viel, aber nichtsdestotrotz unhöflich. Oben ist noch so ein Viech mit Flügeln. Das habe ich genau gesehen. Das sind zwei Viecher mit Flügeln. Ja, du bist ja schnell beseitigt. Und vor allem irgendwie stürzen die sich ein bisschen Harakiri-mäßig auf uns. Und haben. Okay, sie haben Lavatöpfe dabei. Das machen die also. Gut, und sterben können sie. Das war's mit euch. Diese Leitern hier, die machen mich schon. Ich bin echt neugierig, was wir am Ende finden. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist es echt nur ein anderer Weg hoch zu Haus Vulkan. Wobei eigentlich sind wir dafür auf der falschen Seite, weil Haus Vulkan ist da hinten. Glaube ich. Nee. Haus Vulkan ist irgendwo in die Richtung. Ach so, das da hinten ist die. Ist hier die, glaube ich, oder? Ja, ist hier diese Stadt, wird das sein. Okay, noch ein Schlachtfeld. Ah, das ist ein Blitztypus. Das ist ja jetzt unangenehm. Gelbglut. Klingt ein bisschen wie dieses Frenzy-Zeug. So ein Instant-Kill ist. Ach, Halbmenschen. Ich habe ich hier wohl auch nicht erwartet. Aber gut. Gibt es hier auch noch Halbmenschen? Auch gar nicht weniger. Normalerweise haut ihr. Heißt es doch, dass ihr abhaut, wenn ich euren großen Kill. Stimmt mir jetzt mit euch nicht. Warum habt ihr einen Move, mit dem ihr einfach an meinem Schild vorbeikommt? Das ist ja nicht nett. Oh. Das gefällt mir. Aber erstmal will ich mich jetzt mit dem Blitztypen messen. Weiß. Vielleicht, also ich denke nicht, dass wir es hinkriegen, dass wir den Backstep verpassen, aber. Oh, es sind sogar mehrere von denen. Sehe ich jetzt gerade erst. Da oben laufen nämlich auch noch welche rum. Also mindestens einer, wenn man. Der mich. Haben die mich gesehen? Seriously? Das ist ja nicht nett, dass die mich auf so eine Distanz gesehen haben. What the fuck? Ja, okay. Dann ist das halt so, ne? Oh, der hat auch einen Speer. Und goldene Augen, das ist gut. Na komm. Okay. Nicht goldene Augen, weil wegen mehr Ruhm für mich. Goldene Augen, weil Arschloch.
Okay. Das ist natürlich unangenehm. Das ist sehr unangenehm, dass wir es hier mit solchen Gegnern wieder zu tun haben. Aber hatte ich doch hier bei dieser goldenen Glut oder was das war, die wir gefunden hatten, hatte ich doch den richtigen Riecher. Da ist noch einer. Die Frage ist, ob der merkt, wenn ich mich jetzt an den hier anschleiche. Sein großer Kumpel hat es erstmal bemerkt. Das ist unangenehm. Okay. Das war genau, was ich wollte. Okay. Alles gut. Kein Problem. Also wenn er jetzt da so stehen bleibt, ne? Okay, irgendwelche drei komischen Augen. Klingt auch ein bisschen, als wären die von einem von Lovecrafts Kreaturen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hinter ihm stehe. Okay. Gut, haben wir die schon mal. So, da oben waren noch mehr Gegner. Move ist echt nicht nett. Also ich meine, wir haben den mittlerweile auch als Zauber, aber trotzdem. Ja, und das ist jetzt Haus Vulkan. Also das gesamte Vulkan-Anwesen. Angriff auf das Vulkan, die Armeen, die Kranken, die Ketzerischen, ewiger Krieg bringt niemandem Ruhm. Oh. Ah, nochmal diese Augen. Okay, hätte ich jetzt nicht als Pflanze identifiziert, aber gut. Oh, da ist auch noch ein Ort der Gnade. Ich traue ja Hängebrücken in Souls-Spielen nicht. Oder zumindest nur bedingt. Deshalb schnell mit Taunt hier rüber. Guck mal, da geht auch eine Leiter hoch oder ein Taunt-Stream. Ich würde es gerne erstmal abkürzen. Erstmal gucken, ist hier hinten noch was? Gut. Schmetterlinge. Nicht, was ich erwartet hatte. Fuck my life. Eine Sternenfallbestie. Was auch immer du bist. Siehst auf jeden Fall aus, als würde ich dir nicht viel Schaden machen gleich. Ja, natürlich. Okay. Sieht auf jeden Fall spaced aus. Nö. Aber, also, ja, wir machen nicht viel Schaden. Das ist... Oh. Läuft bei dir. Das sehe ich ein, dass wir nicht viel Schaden machen, aber... Matsch. Auch immer da kurz mein Spiel geleckt hat. Wohlgemerkt, ja, bevor ich von dem Angriff getroffen wurde, aber hey. Hey.
Alter. Mal still. Ich gehe davon aus, dass ich mit unserem... Kopf ist... Toll. Okay. Immer noch. Alles gut. Also der Kopf von dem Viech ist halt verwundbarer. Seriously, das hat nicht getroffen. Shit. Immer noch, manchmal ist es echt besser zu. Es ist definitiv besser zu laufen statt zu rollen. Gut, das habe ich jetzt auch verdient. Und ich bin der Meinung, mit einer stumpfen Waffe sind wir hier wahrscheinlich besser unterwegs. Also einer Schlagwaffe. Sowas hier zum Beispiel. Frage ich mich. Er macht Standardschaden, also normalen körperlichen. Ich meine, könnte natürlich trotzdem funktionieren. Doof. Okay, nee. So. Ja, mit der Leiter käme ich natürlich auch da hoch, aber wäre ja dumm. Mal, dankeschön. Ich habe es ja persönlich immer gerne, wenn ich meinen Gegner auch sehe. Ja, dankeschön. Das ist das Problem, wenn man nicht sieht, wo man hinrennt. So. Ich glaube, das ist eigentlich auch wieder so ein Fight, wo Torrent sich wahrscheinlich als echt nützlich erweisen dürfte. Okay. Nicht mehr Schaden als die Naginata. Ich frage mich, ob man den irgendwie hier runter runterlocken kann, also dass er irgendwie runterfällt. Oh. Okay, es ist auch nicht der Kopf per se. Ach ja, genau. Sondern einfach das fette Auge in der Mitte. Aber ja, entsprechend macht der Legel nicht mehr Schaden, also können wir auch erstmal. Ach ja, danke. Was
der mich auf Town auch einfach komplett runtergerissen hat, war echt nicht cool. Also ich hätte gerade gerne mal einfach ein bisschen Luft, um meine Asche zu rufen. Okay. Er kann jetzt also auch Steine schmeißen. Das ist gut zu wissen. Toll. Beim letzten Mal habe ich erwischt. Ich denke auch mal nicht, dass das funktionieren kann. Aber ich sollte echt öfter wieder oder öfter dran denken, den. Ach ja, genau. Hallo. Kann mir keiner sagen, dass ich den gerade gar nicht treffen konnte. Er hat auf jeden Fall ein Talent, meinen Angriffen auszuweichen. Nicht, was ich wollte. Oh. Hat sich voll auf mich drauf gesetzt. Okay. Tot. Ich? Wow. Ich sollte mal einen Schluck trinken. Okay, jetzt ist sie tot. Ah, wir entsprechen das auch unserer Blinken weg. Genau. Ach komm. Warum trifft er mich denn da manchmal mit und manchmal nicht? Oh. Oh. Und. Okay, na gut. Hab ich verdient. Doch nicht mit deinen Angriffen so rum. Das ist echt unhöflich. Oh. Noch eine. Das ist ein größerer Radius als vorher. Weil ich effektiv im Kreis wahrscheinlich halb durch das Ding gelaufen bin. Das hat auf jeden Fall aufgedreht. Nochmal nö. Ach so. Okay. Das Viech hat also auch noch Laseraugen. Was stimmt mit diesem Viech nicht? Ich frag mich halt, was gegen so ein Viech effektiv sein könnte. So. Guck
mal, das vielleicht hilft. Erstmal noch rum haben. Alter. Okay. Das hat also auch noch einen Griff. Das ist gut zu wissen. Da habe ich jetzt mal. Danke. Nö. Aus. Pfui. Böse. Also ich bin gerade komplett gerade gelaufen. Nö, lass mal bitte. Hab ich verdient? Gebe ich zu. Okay. Ich bin tot. Oder auch nicht, weil er sich auf meinen Kollegen konzentriert. Perfekt. Ach nö. Ich gehe nicht davon aus, dass das Blutungsfett irgendwas bringt, was mein Kollege einsetzt. Aber es kostet uns nichts, also kann er es von mir aus auch machen. Hey. Seriously. Stört mich massiv, dass dieses Viech einfach so übelst viel in meinen Angriffen ziemlich gut ausweicht. Ich meine, es nimmt Schaden. Also das können wir nicht. Oh. Das muss man ganz klar so sehen, aber ich komme jetzt erstmal hier den. Den Sternlichtsplitter, das war's. Ich wollte schon Runenbogen sagen, aber nein, das war das andere. Ach ja. Die Imitator-Träne wieder tot. Na toll. Was stimmt eigentlich mit dir nicht? Jawohl. Ich weiß, ich stelle diese Frage viel zu oft. Ich habe gedacht, ich könnte es vielleicht austricksen, dass er sozusagen meine Laufrichtung mitnimmt, aber jetzt wird er sich schon wieder auf mich draufsetzen. Sehr unhöflich. Ich gehe übrigens nicht davon aus, dass ich ihn siegen werde, aber hey. Versuch was wert. Ach ja. Wenn ich mit seinem Hinterhof vielleicht gestriffen hat. Komisch, das habe ich jetzt mal geschafft. So. Ich würde aber auch sagen, das reicht dann für heute, wenn wir den Versuch hinter uns haben. Au. Oh. Okay. Ah, jetzt geht's in die zweite Phase. Ich weiß schon. Ja. Also selbst. Ne? Es ist gefühlt egal, was ich mache. Das Viech
weicht so viel meine Angriffen einfach aus, indem es halt, genau, sich leicht zur Seite bewegt oder so. Ja, der Laser ist an sich das Beste, um Schaden zu machen. Vielleicht versuche ich es nächste Folge einfach noch ein bisschen weiter. Ja, ich würde sagen, waren teilweise erfolgreich, teilweise nicht. Das Viech, na doch, ich denke mal in der nächsten Folge machen wir das noch kaputt. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir, Entschuldigung, wir sehen uns. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.